und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video, die Nordseeflitzer. Heute sind wir für euch mit unserem Nordseeflitzer in Karolinsiel, Halesiel unterwegs. Jetzt wollen wir euch einmal unseren Nordseeflitzer vorstellen. Hier im Hintergrund seht ihr ihn schon einmal. Die Kurverwaltung Karolinsiel, Halesiel hat zwei von den Autos, sind Elektroautos. Hier seht ihr einmal den Autoschlüssel, ganz klein und flach, man muss ihn sogar nicht mal reinstecken, sondern einfach nur dabei haben. Mit den Autos könnt ihr am Stück, wenn es voll geladen ist, 125 Kilometer fahren. Danach müsst ihr aber wieder an eine Elektrotankstelle andocken und braucht dann ungefähr so 2 Stunden, bis es wieder voll geladen ist. Die Elektroflitzer könnt ihr mit eurer Kurkarte für die erste Stunde kostenlos ausleihen. Und jede weitere Stunde würde euch dann 4,90 Euro kosten. Jetzt wollen wir euch einen kleinen Einblick in die Innenausstattung unseres Elektrofahrzeuges geben. Im Prinzip fährt sich das Auto wie ein ganz normales Auto mit Automatikfunktion. Momentan sind wir hier im Parkmodus. Ganz interessant ist unsere Anzeige direkt über dem Lenkrad. Denn die Anzeige zeigt uns, wie man hier ganz gut sehen kann, dass wir jetzt noch 51 Kilometer fahren können. Und unser Elektrotank noch etwas weniger als die Hälfte gefüllt ist. Das heißt, wir müssen bald wieder tanken. Das Auto hat auch ganz praktisch ein integriertes Navigationssystem. Dieses Navigationssystem zeigt uns dann auch die E-Tankstellen hier in der Umgebung an. Wir können darüber auf unser Telefon zugreifen und auch eben den Verbrauch des Autos sehen bzw. seinen Energieverbrauch. So, jetzt starten wir das Auto mal. Um loszufahren, stellen wir den Hebel auf Drive. Wie ihr hört, ist es total leise. Das Auto läuft schon. Den von der Bremse und fahren los. Jetzt können wir auch unseren Energiefluss während des Fahrens beobachten. Das Auto könnt ihr nicht direkt bei uns bei der Kurverwaltung ausleihen. Da müsst ihr euch an unsere netten Kollegen vom BPS-Service melden. Die geben euch halt dann auch gerne den Schlüssel für das Auto. Aber jetzt müssen wir erstmal tanken. So, jetzt stehen wir hier an unserer Tankstelle. Ist auch ganz klein. Im Auto liegt immer unsere Tankkarte. Die ist eigentlich die einzige, die wir dazu benötigen. Und halt noch einmal den Autoschlüssel. Auf dem Autoschlüssel ist ein kleiner Stecker drauf. Den müsst ihr am besten als erstes drücken. Und dann seht ihr hier, wie dieses Renault-Zeichen aufgeht. Ihr könnt es aufklappen. Und hier müssen wir jetzt die eine Seite von dem Tankkabel reinstecken. Das Tankkabel findet ihr im Kofferraum. Also das wird hier reingesteckt. Ist nun drinne, kann auch nicht mehr rausgezogen werden. Mit eurer Karte geht ihr dann einfach hier an diesen Magnetpunkt ran. Dann wird die Karte geprüft und dann kann das andere Teil reingesteckt werden. So, und jetzt ist unser Auto an der Tankstelle angeschlossen und wird geladen. So, wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in unsere neue Attraktion in Karolinsee-Halesiel geben. Und wenn ihr Lust habt, dann leiht doch einfach unsere Nordseeflitzer mal aus und macht eine kleine Spritztour. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!